Hey, willkommen zu einem neuen Video. Jeder hat schon einmal Süßigkeiten gegessen und viele tun es wahrscheinlich immer noch. Aber wie du wahrscheinlich weißt, sind zu viele Süßigkeiten nicht wirklich gesund. Das liegt daran, dass sie eine Menge Zucker und künstliche Chemikalien enthalten, die nicht gut für deinen Körper sind. Es gibt jedoch auch Süßigkeiten, die als gefährlich gelten können. Heute werden wir euch 10 der gefährlichsten Süßigkeiten der Welt vorstellen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Ich kann dich denken sehen. Wie können die berühmten Gummibärchen von Haribo eine Gefahr darstellen? Auf Amazon gab es über 50 Seiten an Bewertungen, wobei sich die meisten Leute in einem Punkt einig waren, nämlich, dass man, wenn man zu viele Gummibärchen auf einmal isst, schnell auf die Toilette gehen muss. Weitere Nachforschungen ergaben, dass dies auf den Zuckerersatzstoff der zuckerfreien Gummibärchen Lycasin zurückzuführen ist, der fast so süß wie Zucker ist. Obwohl der Verzehr dieser Süßigkeiten relativ unbedenklich ist, liegt das größere Problem in dem künstlichen Süßstoff Maltit, der nicht vollständig verdaulich ist. Vielmehr fermentiert er in eurem Darm. Das bedeutet, dass es biologische Stoffe in einfachere Substanzen aufspaltet. Ein paar Gramm davon können dazu führen, dass ihr schnell zur Toilette rennt. Habt ihr das schon einmal selbst erlebt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 9. Blei ist ein chemisches Element, das für den Körper giftig ist. Wenn man zu viel Blei zu sich nimmt, kann es sogar zu Bleivergiftungen führen. Der letzte Ort, an dem man Blei vermuten würde, ist also ein leckerer Lutscher. Das bringt uns zu den Tamarindo-Lutschern, einer dunkelbraunen Süßigkeit mit Fruchtgeschmack, die an einem weiß- oder orange gestreiften Stiel befestigt ist. Tausende, wenn nicht Millionen von Menschen haben den Lutscher gegessen, als der konkrete Fall eines 2-jährigen Kindes bekannt wurde. Nach einer Routine-Blutuntersuchung wurden in seinem Körper gefährliche Mengen an Blei gefunden. Es stellte sich heraus, dass allein die Bonbon-Verpackungen 21.000 bis 22.000 Teile pro Million Blei enthielten. Die Stäbchen wiesen 400 Teile pro Million auf und die Süßigkeiten selbst enthielten etwa 0,2 Teile pro Million. Aber was bedeutet das, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Nun, es könnte zu Hirnschäden, Gedächtnisverlust, Magenschmerzen und Verhaltensstörungen führen und sogar tödlich sein. Es überrascht nicht, dass diese Lutscher sofort verboten wurden. Nummer 8. Ihr kennt wahrscheinlich schon das Kinder Surprise Ei, das aus Schokolade besteht. Im Inneren des Kinder Surprise befindet sich ein kleines Spielzeug in einer Plastikkapsel. Dieses ist natürlich nicht essbar, darf aber nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde FDA auch nicht verkauft werden, weil es eine Erstickungsgefahr dargestellt hat. Egal wie sehr sich ein Kind über das Spielzeug im Inneren freut, es besteht also ein Risiko. Es gibt mehrere Berichte über Menschen, die an dem Spielzeug erstickt sind, das sich in der Kinder Surprise befand. In einigen Ländern wird sogar eine Geldstrafe von $2.500 pro Ei verhängt, wenn man sich entscheidet, es zu verkaufen. Kürzlich wurden Kinder Surprises in mehreren Ländern, darunter auch im Vereinigten Königreich, aus den Regalen genommen, weil Salmonellen gefunden wurden. Nummer 7. Viele der heutigen Produkte haben im Laufe der Jahre ihre Rezeptur geändert und vor allem, weil immer mehr Zutaten als schädlich eingestuft wurden. Blaue Smarties sind ein gutes Beispiel dafür. Eine Zeit lang, etwa 3 Jahre lang, verschwanden die blauen Smarties vom Markt. Unter den anderen Smarties nahmen weiße ihren Platz ein. Aber warum wurden die blauen Smarties aus den Regalen entfernt? Nach Angaben des Unternehmens wurde das Verbot erlassen, weil man dabei war, alle künstlichen Farbstoffe aus den Süßigkeiten zu entfernen und die blaue Chemikalie, die nun verwendet wurde, keinen natürlichen Ersatz hatte. Es gab jedoch auch andere Behauptungen, wonach die blauen Smarties bei Kindern einen Bluthochdruck hervorrufen oder die in ihnen enthaltenen Chemikalien die Toxizitätsgrenze überschreiten. In einem Fall bezeichnete die US-Umweltbehörde EPA die verwendeten Chemikalien als gesundheitsschädlich. Nummer 6. Habt ihr jemals ein Bonbon gegessen, das so sauer war, dass euer Gesicht gezuckt hat? Die extrem sauren Bonbons von Warheads erreichten ein ganz neues Niveau. Diese Bonbons waren sogar so sauer, dass sie dir ein Loch in die Zunge brennen konnten. Es überrascht nicht, dass die Bonbons deshalb Warheads Extreme Sour genannt wurden. Die Auswirkungen der Inhaltsstoffe, vor allem des hydrierten Palmpols, das beim Schmelzen große Mengen Apfelsäure freisetzt und zu Geschwüren und Zahnerosion führen kann, kamen ans Licht, als ein kleines 10-jähriges Mädchen diese sauren Bonbons aß. Die extrem säurehaltigen Bonbons verursachten fast sofort ein brennendes Gefühl im Mund des Mädchens. Aber die Bonbons können auch gefährlich sein, da die Säure Teile der Haut verätzen kann. Als dies bekannt wurde, waren die Menschen schockiert über den Säuregehalt des Produkts. Kein Wunder, dass es in mehreren Ländern verboten wurde. Nummer 5.
Lutscher sind offenbar gefährlich, denn hier haben wir einen weiteren Lutscher, der verboten werden musste. Die üblichen Geschmacksrichtungen dieses Bonbons waren Erdbeere, Wassermelone, Heidelbeere und Kirsche. Ihr werdet jedoch nie glauben, warum die Lollipipe-Bonbons zu Recht aus den Regalen entfernt wurden. In ihrer normalen Form ist die Lutscherpfeife völlig legal. Aber die Leute beschlossen, die Plastikröhre, den luftdichten Beutel und die Zigarrenbanderole für andere Zwecke zu verwenden. Einige Leute entdeckten sogar, dass sie die Lollipipe zum Rauchen illegaler Substanzen verwenden können. Außerdem waren die $5,99 teuren Lollipipes auch leicht wiederverwendbar. Es ist daher nur logisch, dass die Behörden beschlossen, sie schnell aus den Regalen zu entfernen. Nummer 4. Was haben Extra Energy Candy, Extra Strong Energy Candy und Mixed Fruit Candy gemeinsam? Nun, es handelt sich um eine verbotene Substanz namens Tadalafil. Tadalafil darf nur von einem zugelassenen Arzt an einen Patienten verschrieben werden. Dass es wieder in Süßigkeiten gefunden wurde, ist also ziemlich bizarr und sogar gefährlich. Ohne ärztliche Aufsicht kann diese Substanz zu Seh- und Hörverlust, Blutdruckabfall und sogar zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen. Diese Bonbons wurden in Malaysia hergestellt und sofort aus den Regalen genommen. Aber das war noch nicht alles. Es wurde sogar ein neues Gesetz eingeführt, wonach Personen, die mit diesen Bonbons angetroffen werden, eine hohe Geldstrafe zahlen müssen und mit bis zu 10 Jahren Gefängnis rechnen müssen. Nummer 3. Keine Sorge, normaler Kaugummi ist nicht gefährlich. Eine oft gestellte Frage ist jedoch, ob man Kaugummi verschlucken kann. Obwohl dies nicht empfohlen wird, kann es nicht schaden. Wenn du zu viel Kaugummi verschluckst, kann das zu einer Verstopfung deines Magen-Darm-Trakts führen. Aber habt ihr euch jemals gefragt, ob ein Kaugummi in eurem Mund auch explodieren kann? Offenbar ja, wenn man der folgenden Geschichte Glauben schenken darf. Ein ukrainischer Chemiestudent am Polytechnischen Institut in Kiew hat deswegen sogar sein Leben verloren. Der Junge aß gerne Kaugummi, aber keinen gewöhnlichen Kaugummi, sondern mit einem besonderen Kniff. Er tauchte ihn nämlich in extreme Mengen von Zitronensäure, weil er die zusätzliche Schärfe mochte. Eines Tages hörte die Mutter des Jungen das Geräusch einer Explosion und wie genau das passieren konnte, wissen wir nicht. Aber wie ihr wisst, ging diese Geschichte nicht gut aus. Nummer 2. Wir haben in diesem Video bereits über Zucker gesprochen und darüber, dass zu viel davon nicht gut für deinen Körper ist. Zu viel Zucker ist auch schlecht für die Zähne und erhöht das Risiko von Karies sowie von Fettleibigkeit und Typ 2 Diabetes. Eine der Süßigkeiten, die unglaublich viel Zucker enthalten, sind Twinkies. Angeblich enthalten diese kleinen Kekse mit Cremefüllung 32 Gramm Zucker, was sie besonders fett macht. Aber es gibt Leute, die sich entschlossen haben, Twinkies mit mehreren Big Macs von McDonald's und auch Pepsi-Cola zu kombinieren, die ebenfalls dafür bekannt ist, unglaublich viel Zucker zu enthalten. Wenn du also nicht darauf achtest, was du isst, könnte das deinen Blutzucker erhöhen oder sogar gesundheitliche Probleme verursachen. Achte also darauf, dass du nicht so viele Dinge isst, die große Mengen Zucker enthalten. Wenn du es doch tust, dann ist wenigstens nicht zu viel. Nummer 1. Wie der Name schon sagt, ist der Toxic Waste Nuclear Sludge Kaustab eine sehr gefährliche Süßigkeit. Vor einiger Zeit wurde sogar entdeckt, dass sie giftig sind und das Doppelte der zulässigen Menge an Blei enthalten. Unser Körper kann nur eine sehr geringe Menge an Blei aufnehmen, bevor es giftig wird. Die Toxic Waste Nuclear Sludge Kauartikel hatten Kirschgeschmack und enthielten 0,24 Teile pro Million Blei. Obwohl der Name der Süßigkeit an Tschernobyl erinnert, waren die Auswirkungen nicht nuklear. Glücklicherweise gab es nur wenige Berichte, dass die Süßigkeiten jemandem geschadet haben. Wenn ihr mehr als ein paar Riegel gegessen habt, müsstet ihr euch wahrscheinlich auch vom Arzt untersuchen lassen. Und es stellte sich heraus, dass Kinder und schwangere Frauen durch den Verzehr dieser Süßigkeiten am meisten gefährdet waren. Was ist eure Lieblingssüßigkeit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.